Kino ist geil. Das ist ja übel. Da muss ich irgendwann mal hin. Ja, laufen nur selten gute Filme drin. Tja. Oh, da kann man sich übergeben, da muss ich unbedingt mal hin. Vor allem, das Schlimme ist, du musst dir das Popcorn dahin selber mitnehmen. Die haben keins. Das ist ja übel. Kino ohne Popcorn. Das ist doch kein Kino. Ja, die 5 Besucher, was die am Tag haben, ist schon klar. Für die machen die keine Popcornmaschine auf. Ja, ich fände es so toll in der Stadt, in der ich mehr oder weniger aufgewachsen bin. Es ist ja eine ganz kleine Stadt an sich. Und da gab es auch. Das nennt man Dorf. Ach komm, Osterhofen ist kein Dorf. Doch. Nee, Osterhofen ist kein Dorf. Nee. Dorf. Na, das ist Stadt. Steht sogar auf dem Straßenschild, ne? Stadt Osterhofen. Also. Mhm. Wohlgemerkt Markt. Da steht Markt auf dem Ortsschild, nicht Dorf. Was? Stadt. Markt. Markt? Markt ist Vorstufe zum Dorf. Vorstufe. Keine Ahnung. Nee, da steht Stadt. Markt steht höchstens bei Altenmarkt. Ja, ist grundsätzlich. Nein! Das gehen wir heute noch nachschauen. Da fahren ist wir ja die 25 Kilometer mit dem Auto, um es zu sehen. Wir müssen jetzt hier leider Schluss machen, Leute. Ich muss da jetzt hin. Naja, jedenfalls hat es da auch mal ein Kino gegeben und das ist immer so klasse, dort vorbeizugehen. Es hat halt noch diese schönen runden Bögen, wo halt heutzutage eigentlich halt Türen drin wären, wo du dich halt auch ducken musst, damit du da überhaupt durchkommst, weil damals ja doch die Leute um einiges kleiner waren. Und das Kino gibt es aber auch schon seit Jahren nicht mehr. Aber es ist halt so schön, so durch diese vergilbten Fenster da durchzuschauen, weil halt da auch noch diese richtigen Kassenhäuschen sind, wie man sie von damals konnte, mit dieser kleinen Durchreiche. Ja. Und auch noch diese Snackspender, so uralte, stehen da noch drin. Wo ich echt gesagt habe, was würde ich nicht drum geben, wenn ich das nötige Kleingeld hätte, das zu kaufen und da irgendwas ganz Tolles reinzumachen. Weil das noch so richtig ist, wie man es halt damals kennt, aus den, keine Ahnung wie vielen Jahren, keine Ahnung, 70er oder was das waren. Ah, das ist so geil, das gefällt mir. Aber den Kinosaal habe ich leider noch nie gesehen. Würde ich auf jeden Fall hingehen. Ja, ist schon interessant sowas. Wenn so ein altes Ding irgendwie restauriert wird. Mhm. Ja, klar. Ist das mit Sicherheit cool. Ja, wenn es dir halt irgendwas einfallen lässt. Und dann lass mal nur Let's Plays laufen. Genau, yeah. Genau, wir machen ein eigenes Let's Play Kino. Ein Let's Play Kino, ja, das genau. Ist doch mal was Neues. Eine Nische auf jeden Fall. Mit Essen. Also so ein Restaurant mit dranhängen, dass du essen kannst und gleichzeitig die Let's Plays gucken. Das Notiz erste offizielle Let's Play Kino. Genau. Bevor die Folge hochgeladen wurde, damit es keiner klaut. Ja, oh, das wird schwer. Ja, das stelle ich mir cool. Auch lustig vor. Jetzt warte noch. In 2 Wochen kommt dann die Meldung: Wrong, der Film. Der Film, ja. Ja. Oh, super. 90% nur Minecraft. Und man sieht keinen Shooter. Nee. Ja, ich stimmt. Ihm nicht raten. Da wird er nicht gut weggekommen. Fischis! Naja, also wenn der Film genauso wie die Let's Plays ist, da wird das ein langer Film. Oh ja. Also was der so an Let's Plays, das dauert ja manchmal ganz schön. Bis er da vorwärts kommt. Ja, schon krass. Ich stelle mir auch manchmal vor, wenn du jemanden hast, der sich wirklich alles von ihm anschaut, wie viel Zeit der da täglich damit verbringen muss. Naja, wie viele Videos lädt der hoch am Tag? Momentan jetzt so aktuell. 4, 5. Ja, das geht ja noch. Der hatte ja mal eine Zeit, da waren es glaube ich 7 oder ja, sowas. Ja, boah, das war ja absurd. Du allein sagst, ja. Metro Last Light hat er ja in Doppelfolgen hochgeladen. Mhm. Und wenn er dann wieder irgendwelche Videos bringt, die dann nochmal extrem länger sind, das ist dann schon krass. Ja, da geht er momentan, geht ja online bei ihm echt ins Absurde rein, da wo wirklich ein paar zum Teil eine Dreiviertelstunde dauert. Und dann siehst du nur eine Dreiviertelstunde, wo sie zu viert rumlaufen und sich nur gegenseitig töten. Yay. Super. Ja. Ja, wer kann, der kann. Ja. Ja.
Gronkh darf sich sowas leisten. Ich wollte gerade sagen, der kann wahrscheinlich sich auch in der Ecke hocken oder hinkacken und das hochladen. Allein, dass wir die erste Facecam-Aufnahme gemacht hat, Gronkh. Mit dem Window-Cleaner. Wo eine Stunde lang, keine Ahnung, ja, Fenster für Fenster sauber machen musste und dann fährt ein Stockwerk hoch, macht die nächste Reihe und macht dann eine Stunde. Übel. Yay. Das schläft man doch ein, oder? Ja. Also auch als ich selber würde da einschlafen. Natürlich. Aber Gronkh zieht so gnadenlos durch. Aber er hat mal eine Aussage getroffen, was ich echt geil fand. Wenn du es wirklich drauf hast mit den Let's Plays, kannst du sowas wie Minesweeper Let's Playen. Minesweeper, jedem Begriff? Ja. Das ist doch dieses Bombenspiel da, ne? Ja, genau. Das Windows-Kästchen-Spiel da. Genau. Ach, genau. Ja, jetzt kenne ich es auch. Also, wenn du gut bist als Let's Player, geht sowas. Ja, ich meine, es gibt ja auch Leute, die setzen sich eine Dreiviertelstunde hin und angeln die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Das gibt es auch. Was? Also, ja, was? Es ist brutal, phänomenal. Ach, hör auf, Julia. Ja, nee, es ist heftig. Also, hör auf. Wo hast du das? Auf welchem Kanal hast du das denn gesehen? Gigantisch. Aber die angeln wirklich nur. Boah, das ist, also da müsste ich jetzt... Da würde ich... Nee. Nee, das geht gar nicht. Alles dieser Satzara? Satzara? Satzara. Oh, geil. Das müsste man aber dann bei Clipfish hochladen. Mann, bin ich heute schlecht mit dem Witzen. Oh Mann. Ja. Jetzt bin ich über das drüber weggekommen, was ich eigentlich vorhin sagen wollte. Verdammt. Yes! Wer erzählt denn hier so viel Scheiß? Ich recke meine Hose. Ich war's. Ganz hoch. Im Scheiß erzählen bin ich groß. Yay, ich hab einen Clownfisch. Mag auch einen. Du hast doch keinen. Ich hab einen Nemo. Ich hab drei Nemos. Oh. Ihr seid ja fies, ich hab null. Oh. Hey. Dafür hast du 20 andere Fische. Ein paar mehr. 40. Ein paar mehr. 50. Ein paar weniger. 45. Ja. Ich hab nicht mal annähernd 30. Was soll das? Ich hab 49 Fische. 49? Yeah. Ich muss rechnen. 28. 100, 200, 350. 31 habe ich. Das hole ich 31. Nie im Leben mehr auf. Ich 59. Ich kann meine Angel wegschmeißen. Ja, dann kann die nächstes Mal jemand angeln. Ja, genau, mach ich mal was. Wo ist mein P? Nein, das war es nicht. Da auch nicht. Wo ist was, mein dein P? Penis? Mein P! Mein lieber Lebensgefährte, Sie sind sich dessen bewusst, dass diese Gegenstände in Minecraft eine sogenannte Despawn-Rate haben? Ja, natürlich. Weiß ich. Wollt nur die Angel wegwerfen. Naja, das kann man doch jetzt mit dem nächsten Update, kann man das doch, das doch unendlich lange liegen lassen. Echt? Ach, ja. Cool. Na, ich habe ja jetzt aber schon überlegt, mir diesen Mod jetzt endlich mal zu installieren, wo, Mensch, wenn man stirbt, die ganzen Sachen einfach in der Truhe gespawnt werden. Diese Chest oder wie das heißt? Die, glaube ich, würde bei mir sehr viel Sinn machen. Aber um ehrlich zu sein, wenn das Zeug ewig rumliegt, ist ja auch blödsinnig ein bisschen. Ja, stell dir mal vor, du grast einen ganzen Wald ab und dann gehst du irgendwann mal wieder dahin und sammelst dann plötzlich keine Ahnung wie viele Setzlinge ein, weil sie nicht despawned sind. Ja, genau. Erstens das und es frisst einen Haufen Ressourcen, weil die Blöcke, die nicht gesetzt wurden, fressen mehr Ressourcen, als die gesetzt wurden. Verstehst du? Ja, das kannst du aber auch, glaube ich, nur... also du kannst dir eben halt ein bestimmtes Item aussuchen, also und das geht auch dann, glaube ich, nur über Kommandoblocks. Mhm. Ach so. Naja, also das ist jetzt nicht jedes Item, das liegen bleibt irgendwie. Ja, das wäre schon krass, das würde Ressourcen ohne Ende refressen. Eben. Im JavaScript, da wo alles so, läuft. Mhm. Da wo man sagen muss... Nett ausgedrückt. Ja. Muss man. Na, ich fände es halt schön, wenn man halt sagen kann, was weiß ich, keine Ahnung, zumindest die Items, die man halt in der Haupteste hatte, dass die beispielsweise nicht despawnen, wenn man stirbt. Sowas zum Beispiel. Der Rest, der so im Inventar dümpelt, gut, der ist halt 5 Minuten später weg, aber das andere, das bleibt. Sowas fände ich eigentlich schon eine coole Idee, damit man halt sein Schwert und sowas halt wieder sammeln kann. Oder halt zumindest die Rüstung oder irgendwie sowas.
Ja, okay. Oder dass man halt eine Regel einführt, dass Dinge, die aus Diamant sind oder verzaubert wurden, dass sowas beispielsweise nicht verschwindet. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr cool. In Diamantsachen, das ist schon fies. Obwohl ich sagen muss, wenn man so jemand ist wie hier die drei von der Tankstelle hier, Yoshi, Wusimu und... Nee, Wusimu heißt er jetzt ja nicht mehr. Er heißt jetzt ja... Wie heißt er nochmal jetzt? Grimor Hawkwind. Grimor Hawkwind, genau. Och, schade. Wusimu fand ich klasse, den Namen. Ja, ich auch. Ich nenne ihn noch weiterhin Wusimu. Und wer war das noch? Joe Slow. Die haben auf dem Server spielen die ja zusammen und ich weiß, also im Survival, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, die haben irgendwie schon, die mussten die Diamanten schon in Blöcke packen, damit sie genügend Platz haben. Krass. Okay. Die haben schon Stacks, Diamantblock-Stacks. Ja, also 64er-Stacks. Das ist total krass irgendwie, was die an Diamanten finden. Ich war ja letztes Mal zum Glück froh, wie ich unterwegs war, dass ich so viele Diamanten gefunden habe. Da bin ich mal mit 10 oder 12 bin ich aus der Höhle rausgegangen. Das war eigentlich schon respektabel. Ich glaube, die haben aber auch die Rate erhöht, weil als ich letztens in einem Stollen unterwegs war, da habe ich auch einige Diamanten rausgezogen. Da waren halt dann auch 4, 5 Blöcke nebeneinander und nicht nur 1 oder 2. Ja, nun muss ich auch sagen, dass ich, dass die dann ja auch ihre Spitzhacken dann natürlich verzaubern. Und dann ist das, was ist das, Glück? Glück 3, Glück 3 irgendwie drauf haben, genau. Ja, genau, wenn du Glück 3 drauf hast und dann machst du einen Diamantblock weg und dann kriegst du, was weiß ich, statt einen Diamanten 2 bis 3. Ja. Ja. Das macht natürlich viel aus. So ist ja nicht. Aber, ja, da kann man schon ordentlich sammeln. Ja. Aber brauchst du auch mindestens immer Level 30 und dann musst du Glück haben. Ja, ich bin ja gespannt, weil in der 1.8 wollen sie es ja jetzt so machen, dass man manchmal zwar erst ab 30 Level verzaubern kann beispielsweise, dann aber nur 20 braucht und keine Ahnung, noch irgendwie 2 Stück Eisen oder so. Aha. Das finde ich eigentlich auch eine schöne Idee. Wenn man dann mal nicht ganz so viel braucht und dafür irgendwas anderes einsetzen muss, finde ich nicht schlecht. Also ich bin gespannt, ob das dann auch wirklich so cool ist, wie es sich im ersten Moment anhört. Und du sollst ja dann auch den Dorfbewohnern, die sollen ja dann auch die Felder abernten beispielsweise. Das wäre ja cool. Mhm. Die packt es dann in eine Truhe. An den Dorfbewohnern haben sie ja so einiges, was sie da ändern wollen. Das fände ich mal richtig cool, weil im Moment sind die eigentlich nur hirnlos und rennen da durch die Gegend und nerven. Solche Geräusche machen sie auch. Ja. Ich würde ihnen gern Jobs zuweisen können, dass ich sage, hey, du gehst jetzt los, holst, was weiß ich, 30.000 Cleanstone, du holst nur Eisen und du gehst los und erntest meine Felder ab. Da gab's doch mal so eine Mod irgendwie, Minions oder wie die hieß oder heißt. Da war ja auch vor längerer Zeit mal so ein Minecraft-Abklatsch oder ich glaube, das war sogar das ursprüngliche, bevor Minecraft kam, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls hat es damals Gronkh mal vorgestellt. Abklatsch. Das war nach Minecraft, ja, das ist ein Abklatsch. Ja, aber es gab irgendwas mal, das mehr oder weniger der Vorreiter zu Minecraft war. Also die Idee, glaube ich, war ja nicht... Nee, das ist nicht von Mojang irgendwie. Ja, aber also von Notch. Das sah echt ganz klasse aus, weil da gab es dann so komische kleine Elefanten. Die sahen aus wie Elefanten, keine Ahnung. Ich habe das Prinzip überhaupt nicht verstanden. Und die, glaube ich, konnten ja dann beispielsweise Erde oder so abernten. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert hat und ich habe es mir schon... so lange nicht mehr angeschaut, mich so angekäst hat, dass die immer noch nicht eine normale Version rausgebracht hatten. Aber das fand ich dann eigentlich schon ganz cool. Ja, das Spiel ist irgendwie total in der Versenkung wieder verschwunden. Stimmt eigentlich. Das ist doch genau wie Dings hier. Ich weiß nicht, habt ihr was von Cube World mal gehört? Ja. Nee, auch nichts mehr gehört. Ja, nichts also mehr neu, gehört, gehört habe ich's, aber war auch mittendrin weg. Ich habe es mir damals noch geholt, weil es geheißen hat, dass wenn es dann vollendet ist, wird es teurer werden. Ja, geholt haben wir es auch, aber... Und dann habe ich es, glaube ich, 2-mal gespielt und seitdem nie wieder. 30 Euro oder was der Spaß gekostet hat, irgendwie ich mal, keine Ahnung, eine Stunde gespielt habe. Ja, das ist aber auch sehr, sehr, ja, es ist, man wusste ja auch gar nicht so genau, was kann man da eigentlich tun. Ja. Du wusstest halt irgendwie, du kannst in manchen Städten irgendwie so Futter kaufen, damit du dir dann diese Tierchen als Haustier züchten kannst. Und dann bist du irgendwann in der Stadt, aber du findest nirgendwo, wo du Futter kaufen kannst. Oder weißt nicht, wie du dir
keine Ahnung, Tränke oder so bastelst, also ohne da irgendwo in der Wiki nachzulesen, bist du da wirklich ja total auf dem Schlauch gestanden. Aber um ehrlich zu sein, die haben da schon so viele Einheiten verkauft, allein mit dem, dass sie gesagt haben, hey, es wird dann teurer, wenn es fertig ist, dass sie jetzt schon sagen können, ich brauche nichts mehr machen, für was denn auch? Ich habe einen Haufen Geld gemacht, ich muss nicht mehr weiter programmieren. Holla die Waldfee, also das ist dann scheißegal, wenn ich da nicht weitermache. Ich habe trotzdem das Geld. Ist doch so. Aber ja, das stimmt allerdings. Gut, aber wer weiß, vielleicht ist es ja super weiter programmiert worden, nur dass halt momentan halt die Leute es vielleicht nicht let's playen. Man weiß es ja nicht, man müsste halt wirklich nur mal wieder nachschauen. Aber gut, ich fand es halt alleine wieder schon erstaunlich, weil es war ja ein Ehepärchen, das das zusammengebaut hat. Aber die sind jetzt reich. Die stinken jetzt vor Geld. Ja gut, du musst aber auch sagen, ich möchte nicht wissen, was die Serverkosten und so weiter haben.